Hallo meine lieben Fräuleinchens zu einem neuen Foodhaul von mir. Ich war gerade wieder bei Netto einkaufen und was alles mit durfte, zeige ich euch natürlich wie immer in diesem Video. Und los geht's mit unserem Wochenplan und ihr wisst ja wahrscheinlich schon, dass ich momentan zwei verschiedene Gerichte koche. Einmal für mich, einmal für meine Meute, weil die meistens doch einen anderen Geschmack haben. Und wenn ihr Geräusche im Hintergrund hört, der Christian spielt gerade mit der Sophie. Der hat heute quasi Sturmurlaub. Wobei ich sagen muss, wir wurden eigentlich relativ gut verschont von diesem Sturm. Genau. So, los geht's. Heute gibt es Nudelsuppe, das haben sich die Kinder gewünscht. Dann gibt es morgen Burger mit Pommes. Allerdings macht die Celine alles selbst. Sie macht die Burgerbrötchen selbst, die Patties macht sie selbst. Das hat sie in der Schule im Unterricht gelernt und das möchte sie uns jetzt unbedingt mal bekochen. Dann gibt es einmal Spaghetti mit Tomatensauce. Es gibt Currywurst und Pommes. Okay, wir haben zweimal Pommes, merke ich gerade. Dann gibt es Hähnchenschnitzel mit Kartoffeln und Bohnensalat. Dann habe ich von letzter Woche noch auf der Liste Fischstäbchen, Spinat und Eier. Und immer noch die Schinkennudeln. Es ist eine Katastrophe. Für mich gibt es diese Woche Kohlpfanne. Ich zeige euch die im Food Diary. Ich meine am Sonntag, genau, da bekommt ihr das zu sehen. Dann gibt es gefüllte Paprika. Die habe ich ja letzte Woche schon auf die Liste gesetzt, habe es aber nicht gemacht, weil ich am Wochenende so ein bisschen gecheatet habe. Allerdings nicht viel, es hat sich alles noch im Rahmen gehalten, aber deshalb ja, habe ich das halt noch übrig. Dann gibt es einen Kartoffelgratin mit Salat und für mich gibt es dann auch diese Hähnchen. Das sind Hähnchen mit Zucchini-Streifen und einer Federkruste. Mega lecker. Das ist auch das Gericht, was die Kinder mitessen. Allerdings esse ich dann natürlich keine Pommes. Nee, Kartoffeln gibt es ja dazu. Doch, das esse ich ganz normal mit, genau. Manometer. Dann mache ich mir eine Pizza, da habe ich ein leckeres Rezept gefunden. Die Woche gibt es noch abends mal einen Nudelsalat, den habe ich letzte Woche auch gemacht, seht ihr aber auch im Food Diary. Also ihr merkt, manche Gerichte wiederholen sich, weil sie einfach so lecker waren, dass ich sie nochmal machen will. Dann habe ich noch einen Kartoffel-Zucchini-Auflauf auf der Liste stehen, da kommt auch Federkäse mit rein. Und dann Kartoffeln mit Quark. Das ist sowas, das geht bei mir grundsätzlich immer. So, und heute mache ich was, was ich eigentlich nie mache. Ich lasse mein Handy auf laut, weil ich auf eine Nachricht warte. Das heißt, es kann sein, dass ich mal kurz einen Cut machen muss. Jetzt legen wir aber los. Also, ich habe einmal Pizza Baguette Salami gekauft für den Christian. Der wollte diese Hähnchen nicht essen. Ja, und hat sich dann Baguettes bestellt. Dann war Müllermilch im Angebot bei Netto für 59 Cent das Stück. Und da habe ich verschiedene mitgenommen für die Kinder, den Christian. Ich trinke das natürlich nicht. Habe ich einmal weißer Schokogeschmack und zweimal ganz normalen Schoko. Dann für das Kartoffelgratin habe ich mir so einen Light-Gratin-Käse mitgenommen. Dann einmal Prosciutto Cotto. Prosciutto? Prosciutto? Ne, Prosciutto war es, ne? Oh Gott, ich traue es mir schon gar nicht mehr auszusprechen. Ich habe es übrigens der Lisi Schniesi gezeigt, was ihr letztens da geschrieben habt. Die musste auch lachen. Dann habe ich einmal Lachsschinken, genau, ich muss jetzt gerade nochmal gucken, wie der heißt. Den habe ich mir mitgenommen. Und dann habe ich Feta, allerdings auch da die Light-Variante für mich. Genauso wie den Schmelzkäse. Ich brauche das für diese Kohlpfanne. Da kommt Schmelzkäse rein. Und da habe ich jetzt so einen leichteren entdeckt. Hat zwar auch noch viel Kalorien, aber im Vergleich zu dem anderen hat er einfach mal 100 Kalorien weniger. Dann habe ich mitgenommen, keine Stimme mehr, Königer Frischkäse. Ich mache das ja in die gefüllte Paprika rein. Ich mache mir da einen Salat raus. Man kann ja so unfassbar viel aus dem Königer Frischkäse machen. Ist jetzt auch mittlerweile so ein Produkt, was ich immer da habe. Dann habe ich mir Presso Light mitgenommen. Der war auch im Angebot für 1,11 €. Zwei Skierdüften auch wieder mit. Waren leider die letzten beiden. Ich habe aber auch noch von meinem Kuh habe ich noch ein bisschen was da. Das hatten sie leider auch dieses Mal bei Netto nicht. Ist aber nicht schlimm, weil wie gesagt, ich habe noch da. Ich habe auch noch zwei große Becher Skier da. Das reicht ja erstmal. Genau, die zwei. Dann habe ich Mozzarella gekauft. Einmal auch die Light-Version für mich und ja, ein für die Celine, da kommt aber noch, ah ja, da ist er schon, genau, habe ich jetzt diese Woche mal nur zwei mitgenommen. Yes, dann habe ich noch ein Müllermilch-Schoko und es kommt in letzter Zeit immer und immer wieder die Frage, warum die Kinder nicht einfach mein Zeug mitessen, wenn sie doch sagen, schmeckt ihnen.
Vieles schmeckt ihnen ja, aber alles essen sie halt auch nicht. Und wenn die Kinder bei meinem Diätkram natürlich mitessen wollen, dann dürfen sie das natürlich sehr gerne. Das würde ich denen niemals verwehren. Aber wir schreiben ja immer gemeinsam die Wochenliste und hier hinten habe ich jetzt auch einen Kalender hängen. Vielleicht seht ihr den, genau da in der Ecke. Da schreiben wir immer gemeinsam den Wochenplan drauf. Und dann sehen wir ja immer, was die Kinder bei mir mitessen und was nicht. Und diese Woche war es jetzt halt nur dieses Hähnchen, was sie mitessen wollten. So regeln wir das, genau. Dann habe ich einmal Schokomüsli geholt, hat eigentlich in der Kühltasche gar nichts zu suchen. Dann einmal Teewurst für die Sophie und es spiegelt wieder ganz blöd, gell? Ich habe noch einen weiteren Müllermilch. Also sind es jetzt insgesamt 4 oder 5. Jetzt habe ich gar nicht mehr drauf geachtet. Dann für die Kinder einmal Frischkäse pur zum Dippen für die Paprika. Mag ja die Selina immer. So, dann habe ich für die Burger mitgenommen, einmal Schmelzkäse. Und nein, ich werde die Burger nicht mitessen. Ich habe letztens mal ein Stückchen von dem Burgerbrötchen probiert. Schmeckt so ein bisschen wie Dampfnudeln. Ultra lecker. Aber nee, das gönne ich mir dann nicht. Da verzichte ich leider drauf. Exquisar Fitline durfte allerdings wieder mit, weil er hat hier noch ganz, ganz wenige Kalorien. Was gar nicht wenig Kalorien hat, habe ich allerdings auch nicht für mich mitgenommen. War im Angebot für 33 Cent der Becher. Und zwar von Zott Sahnepudding mit Schokolade. Ja, da habe ich mal 3 mitgenommen. Ich glaube, da kommen aber noch 3. Ich habe sie nämlich auch in Vanille gekauft, das weiß ich ganz sicher. Da habe ich noch einmal normale Presso mitgenommen für meine Bande. Und noch einen Light-Federkäse, den brauche ich ja die Woche für 3 Gerichte. So, und als letztes in dieser Tasche, was eigentlich auch nicht zu den Kühlprodukten gehört, habe ich Thunfischfilets. Ich weiß noch nicht, was ich damit anstellen will. Vielleicht so, ja, eine Art italienischen Salat. Werde ich auf jeden Fall noch sehen. So, ja, frische Tulpen dürfen wieder mit. Leicht rosastichig sind die. Ach, ich mag das einfach total gerne. Ja, und ihr seht, sieht so leer aus auf dem Tisch. Da müssen wieder Tulpen drauf. So, es geht weiter. Mit kühlen Produkten immer noch. Butterkäse habe ich aber geholt. Der geht bei uns weg wie nichts. Ich habe einen Sandwich-Toaster geholt. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, wie oft die Kinder sich Sandwiches machen hier. Dann habe ich einmal ein Knoblauchbaguette geholt. Einfach so zwischendurch. Der Christian, der Janis, die essen das immer mal ganz gerne. Habe ich 2 mitgenommen. Genau. Dann durfte Quark mit und diese Woche habe ich es wieder bei Netto bekommen. Den 0,2% Fett. Das ist die Sophie, die diskutiert mit dem Christian. Genau, ich wollte vielleicht einen Käsekuchen machen, allerdings ohne Boden. Und dann ist das ja schon mal so Low Carb Käsekuchen. Und dann nehme ich dann auch nur den Magerquark. Muss ich allerdings ausrechnen, wie viel Gramm dann so ein Stückchen hat. Genau, und dann denke ich, kann ich aber auch mal ein Stück essen. Dann dürfen einmal Pommes mit. Jawohl. Weiter geht's. Das hat eigentlich hier auch nichts zu suchen. Ich habe 9 Tomaten mitgenommen. Brauche ich diese Woche ganz viel. Ich denke, dass ich aber am Wochenende nochmal nachkaufen werde. Dann einmal so ein großes Päckchen Salami. Wie gesagt, wir haben Sandwich-Verschleiß gerade. Dann habe ich 2x Naturjoghurt mit 0,1% Fett. Und ich habe mir jetzt bei Amazon noch so Flavor Drops bestellt mit Käsekuchengeschmack. Ja, da bin ich gespannt, wie es schmeckt. Kann man ja aber auch in Quark dann machen. Dann habe ich Sahnepuddings, noch mehr. Ne, da ist auch der Vanille. Und 2 weitere Schoko. So, jetzt langsam wird es ein bisschen eng hier. Dann einmal Butter. Ich mache für die Bande Berliner. Manche kennen es auch als Krapfen. Hier in Hessen sagt man Kribbel dazu. Den möchte ich unbedingt dann mal machen die Woche. Dann für ein weiteres Gericht, wo der Christian nicht mit isst, habe ich dem Schlemmerfilet geholt. Ich habe jetzt einfach mal 2 Stück mitgenommen. Da kann er ja gucken, was ihm am besten schmeckt. Ist einmal à la Bordelaise und einmal à la Italia. So, dann habe ich noch einen weiteren Light Mozzarella. Und ein geriebener Gouda. Für die Kohlpfanne braucht man Nürnberger Würstchen. Und das finde ich jetzt bei Netto eigentlich gut. Die sind so unterteilt, weil ich esse ja nur 5-6 Würstchen maximal an meinem Gericht. Dann kann ich das sogar 2-mal machen. Die sind ja auch bestimmt länger haltbar. Oder? Ja, bis April. Bis dahin habe ich das Gericht nochmal gemacht. Und dann habe ich noch einmal Brokkoli geholt. Da hatte ich mal wieder Bock drauf. Das werde ich wahrscheinlich zum Hähnchen essen. Mit Sauce Hollandaise. Schmeckt auch lecker. Natürlich auch die Light-Version. Was haben wir noch? Einmal Kroketten. Wollte der Christian, dass ich die mitbringe.
Dann nochmal so ein Light-Mozzarella, allerdings so kleine Kügelchen, dachte ich, vielleicht mal für einen Salat. Und einmal Rava-Creme-Fin mit 7% Fett. Yes, das genau war's dann hier erstmal. Da würde ich sagen, wir machen weiter bei Obst und Gemüse und dann muss ich, glaube ich, erstmal verräumen, weil ich keinen Platz mehr habe. Ich habe mitgenommen eine ganze Kiste Pink Lady Äpfel. Die waren im Angebot für 3,33 Euro. Und da kann man ja überhaupt nichts sagen. Gerade bei Pink Lady nicht, ne? So. Ich glaube, schon mal die Tüte mit dem Obst her. Da hätten wir einmal Bananen. Die dürfen ja auch nie fehlen bei uns. Und ich habe einmal einen Kopfsalat. Da muss ich aufpassen. Ihr seht es vielleicht, der ist schon relativ lapprig. Und das war noch der beste, den ich ergattern konnte. Dann Salatgurke. Ist diese Woche im Angebot bei Netto für 79 Cent. Ist zumindest mal ein guter Teil günstiger als letzte Woche. Da habe ich 3 Zucchinis gekauft für 2,22 Euro. Und ein kleiner Kohl für mein Kohlgericht. Ich habe einen Tipp bekommen, Spitzkohl zu verwenden. Und wenn ich keinen Spitzkohl bekomme, soll ich Chinakohl verwenden. Aber ich muss sagen, ich mag den total gerne. Vom Geschmack her finde ich den am besten. Und deshalb gucke ich mittlerweile gar nicht mehr, ob ich Spitzkohl bekomme. Weil ich habe mal Kohlsuppe mit Spitzkohl gemacht. Das hat bei weitem nicht so gut geschmeckt, wie wenn ich diesen Kohl nehme. Yes. Dann habe ich einmal Zwiebeln mitgenommen für 99 Cent. Und das ist auch relativ günstig. Ne? Also ich habe auch teilweise schon 3 Euro für einen Sack bezahlt in letzter Zeit. Dann haben wir 6 rote Paprika. Einmal Pfälzer Kartoffeln. Also wenn Kartoffeln, dann nehme ich natürlich immer die Pfälzer Kartoffeln, ist klar. Ne? Als Pfälzer Mädchen braucht man Pfälzer Kartoffeln. Dann habe ich mitgenommen Möhren. Die gehen ja bei uns auch immer. Eine Kiwi. Noch eine weitere Salatgurke. Und wisst ihr, auf was ich mich freue? Auf die Erdbeer- und Melonenzeit. Oh, da freue ich mich so richtig drauf, ne? Habe für die Kinder noch so ein kleines Schälchen Himbeeren mitgenommen. Werde ich mir vielleicht aber heute Mittag auch so ein paar in meinen Quark reinmachen. Was haben wir noch? Knoblauchzehen, genau. So, das war's mit Obst und Gemüse. Jetzt gucke ich mal, ob ich euch die eine Tüte noch zeigen kann. Ob das vom Platz her geht, weil hier sieht es echt ultra chaotisch aus, sage ich euch. Ich kann es euch ja gleich mal zeigen, wenn wir hier durch sind. Dann hole ich mir mal die letzte Tüte rüber. Die ist ziemlich schwer. Habe ich einmal Mehl drinnen. Dann habe ich Bohnen gekauft. Allerdings gleich 2 Gläser. Aber Bohnensalat, den esse ich furchtbar gerne. Und die Kinder aber auch. Mega, mega lecker. Dann habe ich mir für diese Pizza, die ich mir machen möchte, Champignons gekauft. 2 Päckchen Milch. Weil ich noch 6 Stück da habe. Also ich gucke mal so, dass ich zwischen 6 und 8 Päckchen da habe. Ja, mal haben wir viel Milchverschleiß und jetzt diese Woche oder letzte Woche haben wir kaum Milch getrunken, deshalb reichen 2. Dann habe ich für den Janis wieder diese Knorr-Huhn-Asia-Nudelteile mitgenommen. Was ja auch immer bei uns im Haus ist, italienische Limone, dürfte natürlich auch nicht fehlen. Dann habe ich einmal Trockenbackhefe mitgenommen, weil frische hatten sie bei Netto keine. Ich hoffe, dass es damit auch funktioniert. Das kommt ja in diese Burgerbrötchen und ich benutze es ja für diese Berliner. Ich habe was entdeckt bei Netto. So ein Proteinriegel. Haben sie, glaube ich, nicht immer. Das stand jetzt nur unten bei den Sachen, wo man immer kruscheln kann, die so ein bisschen günstiger sind. Ich habe einen Tipp von der Zuschauerin bekommen, doch vielleicht mal mehr Proteinriegel zu essen. Ich habe viele in der Vergangenheit getestet. Es war einfach nicht so ganz meins. Ich gebe dem Ganzen jetzt nochmal eine Chance und habe mir jetzt mal 2 Stück davon mitgenommen. Die sind mit Karamell-Erdnuss-Geschmack. So schauen die aus. Ich meine, da hat einer einen Euro gekostet. Ich wollte aber später nochmal zu Rossmann fahren, den haben wir ja ganz in der Nähe. Und da vielleicht noch ein paar Proteinriegel holen, falls der mir schmeckt. Ich teste es jetzt einfach mal. Dann habe ich Spaghetti, genau. Für die Kinder was Süßes, die müssen ja nicht so verzichten wie ich. Ne? Also ich muss jetzt auch nicht verzichten, alles in Maßen, nicht in Massen. Aber bevor ich dann sowas esse, mache ich mir dann meistens eher einen Quark fertig oder einen Joghurt. Aber ab und zu, sage ich euch ganz ehrlich, muss das einfach auch mal sein. Das ist okay. Aber ich muss sagen, mein Geschmack hat sich mittlerweile so verändert, es schmeckt mir nicht mehr so wie am Anfang. Ist ja aber eigentlich eine gute Nebenwirkung. Dann habe ich Nuss-Nougat-Creme geholt. Die Kinder wollten sich mal Schoko-Sandwiches machen, ja. Dann durfte wieder Brötchen mit. Da habe ich jetzt 5 normale mitgenommen. Die waren im Angebot, 5 Stück für 60 Cent.
und habe Weltmeisterbrötchen mitgenommen. Waren ebenfalls im Angebot für 2,22 das Stück. Genau. Ah, es fängt schon wieder an, dass ich nicht mehr reden kann. Einmal noch ein Päckchen Eier. Ich habe aber noch zwei da, aber die Woche brauche ich auch ziemlich viel. Ich drehe euch, glaube ich, mal so ein bisschen mit. Ich hoffe, so gegen das Licht ist ja eigentlich nicht so cool. So, dann habe ich zweimal Vollkorntoast geholt. Eigentlich nehme ich ja immer die American Toast. Die hatten sie leider nicht mehr. Und deshalb die zwei. Dann haben wir einmal für die Burger saure Gurken. Die snacke ich aber so auch mal zwischendurch oder zum Brot. Ne? Sind die ja auch voll lecker. Und die haben nicht viele Kalorien. Dann habe ich der Sophie wieder diese Lufties von Pombeer mitgenommen. Wisst ihr, die isst sie total gerne. Dann habe ich mir ein Roggenbrot mitgenommen. Das hat ganz wenig Kalorien. Also 100 Gramm haben 205 Kalorien. Ja, genau. Wollte ich testen. Wobei ich sagen muss, das Dinkelbrot, was ich euch letzte Woche gezeigt habe in meinem Lidl-Futter, das war ultra lecker. Oh, war das ein gutes Brot. Ja, kann ich euch auch empfehlen. So, da ist dann auch die besagte Sauce Hollandaise. Leger, 50% weniger Fett. Das sind auf 100 Milliliter. Hat das 94 Kalorien, also das geht voll klar. Sophie diskutiert wieder. Wir sind auch gleich am Ende. Ich habe noch einmal Erdnussbutter geholt. Einmal Tomatenmark für die Tomatensauce. Dann habe ich für die Schinkennudeln nochmal so, ja, so Schmelzkäse-Zubereitung gekauft. Oh, meine Kamera geht klaus. Okay, ich war noch am Blabbern, da war sie schon aus. Ich wollte noch sagen, die Kamera geht klaus. Ich muss doch einen Cut machen und dann war es schon weg. Ich weiß jetzt nicht, ich hoffe, ihr habt noch alles andere mitbekommen. Da ist das weitere Glas Bohnen. So, und jetzt haben wir nur noch drei Teile. Einmal Duplo White, natürlich auch für die Kinder und für den Christian. Dann habe ich einmal Gemüsebrühe. Und zum Schluss habe ich noch so einen Proteinriegel. Genau, habe mir ja zwei mitgenommen. Den werde ich jetzt testen, weil es ist jetzt 13 Uhr. Und ich faste seit gestern Abend um 6:30. Das heißt, ich habe jetzt so langsam ein bisschen Hunger, aber es hält sich noch in Grenzen. Deshalb werde ich jetzt diesen Proteinriegel snacken. Ja, doch, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, ihr dürft es mir mit einem Däumchen nach oben zeigen. Und seid ihr jetzt neu auf meinen Kanal dazugestoßen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich hier unten kostenlos abonniert. Und in diesem Sinne, meine Lieben, sehen wir uns am Sonntag wieder. Und da habe ich dann für euch das Food Diary. Und wundert euch nicht, da habe ich dann eine komplett andere Frisur. Liegt einfach daran, dass das Food Diary vorgedreht war. Jawohl, ich wünsche euch was und wir sehen uns die Tage wieder. Bis dann. Ciao.